wünsche ich einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader NFA Live Trading bei FX Labs. Und an der Stelle, wie immer eigentlich mit Dirk Hilger, freue ich mich. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Labs. So, wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Handelsempfehlung oder alle Anlageberatung verstehen, auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Und Sie müssen am Ende die eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist sehr wichtig. So, Dirk, war ja eine spannende Woche eigentlich. Mal gucken, ob wir die Woche mit einem spannenden NFP-Tag beenden können. Und deswegen schalte ich mal zu dir rüber. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. So, ich weiß nie, welchen Monitor er hier hat. Ich versuche das mal irgendwie rauszufinden. Wir versuchen es einfach mal. So schlimm kann es nicht werden. Wir sehen So, aber ich dein glaube, es hat Strandfoto. funktioniert. Bitte? Dein Strandfoto sehen wir gerade. Das ist schön, ja. Ne? So, das waren auch noch nette Zeiten hier am Strand. Nee, also sollte ja funktionieren. So, aber wir versuchen heute mal ein bisschen Technik. Genau wie schon am Montag im Versuchsballon machen wir das heute nochmal. Vielleicht klappt es ja. Ich habe hier so ein bisschen was Neues am Start gebraucht. Ich hoffe, ich überfordere mich nicht selber. Aber an der Stelle dann erstmal hallo und herzlich willkommen hier zu den NFPs. Der Nelson hat es ja gerade schon gesagt. Es ist ja halt, macht ja keiner außer ich. Also ist es halt natürlich jedes Mal entsprechend mit mir. Und ich freue mich natürlich, weil es natürlich auch so ein bisschen das wichtigste Webinar tatsächlich auch geworden ist. Und tatsächlich, wo ich halt hier natürlich echt super happy bin, wenn ich mir die Teilnehmeranzahl anschaue, das ist schon immer recht ordentlich. Entsprechend gebe ich mir natürlich auch Mühe und versuche halt hier auch, wie sonst eben auch, halt hier nochmal so einen Überblick zu geben, eben über das, was halt möglich wäre jetzt die nächsten Wochen. Ne? Das heißt also, es muss nicht unbedingt hier Live-Trading werden heute. Das ist nicht der Ansatz, auch wenn es NFP Live-Trading heißt. Aber generell sind die NFPs ja doch immer ganz wichtig und es hat sich eben halt schon ein paar Mal gezeigt, dass das ganz gut funktioniert, da halt eben so für die nächsten Tage und Woche halt eine Richtung zu kriegen. So, ich will mich aber hier gar nicht lange aufhalten. Wir gehen sofort auf den Chart. Hat das diesmal funktioniert, einigermaßen ruckelfrei oder? Es war wesentlich besser als letztes Mal, ja. Gut, so, dann hat sich das doch gelohnt hier. Nein, ein bisschen was neu verkabelt hier und noch so ein paar andere Tricks, aber das scheint ja dann soweit zu funktionieren. Und du hast So, wir sind. aufgeräumt. Ihr was? Du hast aufgeräumt, haben wir gesehen. Da standen nur zwei Festplatten mehr. Mehr war es gar nicht. Ne, und die Jacke hing noch da. Ja, das ist halt live, ne? Also, was will ich da sagen? Das ist halt, wie es ist. So, wir fangen gleich mal mit dem DAX. Fangen wir hier mal an. Also, da habe ich heute Morgen ja auch schon in der Gruppe gepostet. Das war ein Long bei 11.902. Ich hoffe, das ist alles groß genug. Wenn nicht, bitte einfach beschweren. Dann werde ich versuchen, das halt ein bisschen besser zu machen. So, die 11.902 ist halt so ein bisschen daneben gegangen. Da habe ich noch dazu geschrieben, gute Idee, blöd umgesetzt. So ist es halt manchmal. Aber habe mit den nachher im M1 nochmal neu eingefangen. Und da liegen wir jetzt hier unten erstmal recht gut, würde ich sagen. Also vor allen Dingen, wenn ich mir auch das Sentiment angucke. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier auch auf Knopfdruck. Ja, leider nicht wirklich. Das habe ich eigentlich vorbereitet, aber okay. Hoppla, das war die falsche. So, das Sentiment ist nämlich short. Ich kann es nicht so wirklich verstehen, aber gut, werde ich gleich ein bisschen näher drauf eingehen, warum nicht. Und beziehungsweise deswegen halt auch der Trade hier. Ich weiß es nicht, ob bei den NFPs selber, ob da jetzt halt was zu holen ist in Sachen Trade. Aber halt so generell finde ich es jetzt erstmal gut, da positioniert zu sein. In der Richtung kann natürlich jetzt sein, dass es komplett anders kommt und alles nach unten wegbricht. Alles möglich. Weiß man ja. Ich kann ja immer nur versuchen, irgendwie das auszuloten, was halt irgendwie gerade halt ansteht, beziehungsweise was versucht wird. So, wenn ich mir da mal. Ich denke mal, hier ist klar, 15 Minuten sieht man jetzt schon. Das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Stunden her, wo das Ding hier gefüllt wurde. Da jetzt reinzukommen, wenn man das machen möchte, ist nicht so einfach. Was halt aber nochmal denkbar wäre, das wäre, dass wir halt hier nochmal, also ist jetzt nur auf Day Trading bezogen, dass wir hier nochmal einen kleinen Rücklauf kriegen, hier auf ungefähr dieses Level. Beziehungsweise, Moment mal, ich habe ja hier noch was anderes am Start. Mal gucken, ob das dann auch funktioniert.
Also hier unten dieses Level. Ja, das war noch, Moment. So, in dem Bereich hier, ne? Das heißt, hier haben wir halt irgendwie auch den Ausbruch gehabt. Hier im M15, aber eben auch M1. Und das könnte halt entsprechend funktionieren. Ja, das war halt hier, also im M1 sieht man es halt deutlich besser. Und was da passiert ist, das wäre auch legitim, nur da unten an das Low sollte er nicht unbedingt nochmal dran. Was jetzt hier auch hinzukommt, ist, das sieht man halt auch schon, wir haben hier genau das VAL, also das Value Area Low, ein Intraday. Das liegt jetzt auch genau bei der 11.900. Also infolgedessen wäre selbst das halt auch von dem Standpunkt her völlig legitim. Nur wie gesagt, tiefer muss er nicht unbedingt, wäre auch schade um den Long, weil der auch doch schon ein bisschen gelaufen ist. Den würde ich jetzt nicht unbedingt gerne nochmal hergeben. So, das wäre also denkbar, ja. Also wenn es irgendwie halt zu den NFPs halt erstmal eine Bewegung in die falsche Richtung geben sollte, ja, immer konjunktiv. Und ich kann auch immer nur mutmaßen und Erfahrung einbringen, aber halt eben auch nicht die Zukunft vorhersagen. So, dann wäre hier, wie gesagt, legitim an der Stelle. So, wenn man jetzt aber das Ganze, wenn man das Ganze mal im Stundenchart mal angucken, mal noch nicht ganz so groß, Tageschart machen wir gleich, dann sieht man halt eben auch hier wieder wunderschön gestern Aufsätze auf der 11.840. Und wir haben auch entsprechend kein neues Tief hier gemacht. Und wer das so ein bisschen verfolgt, der weiß, ich versuche das immer halt mit dem Volumen entsprechend in Verbindung zu bringen, was der Markt da halt treibt. Und insofern passt es halt, dass wir die 11.840 gehabt haben, kommend. Weiß nicht, ob es jemand beobachtet hat, aber hier oben, wo es losging, 11.410. Und zwar exakt dort kam Volumen in den Markt, das nach unten gedrückt hat. Und das war für mich natürlich auch der entscheidende Punkt, auch wenn ich das High bei 11.473 hatte. Aber entscheidend ist immer dort, wo was passiert. Und das war nicht ohne Zufall, behaupte ich, exakt bei der 11.410. Wer meinen Blog ja auch verfolgt, der weiß, wie lange ich dies schon im Chart habe und wie lange ich da auch schon sage, wenn dann dort. Und das hat insofern jetzt erstmal halt auch gepasst. So, jetzt, was jetzt die Stunde angeht, was man natürlich hier sieht, ist, wir versuchen hier ein Reversal. Ob das gelingt, ich weiß es nicht, ja. Aber was halt eben auch klar ist oder wo es halt eng wird, da muss man natürlich jetzt aufpassen, wenn man da oben durch will, das ist genau dieser Bereich. Warum? Wir haben halt hier, sieht man halt über Nacht und so weiter, die letzten Supports gehabt auf der 11.900. Ich versuche es mal an die Close-Kurse ranzubringen. 11.958, 11.960. Das ist also nicht so einfach. Das heißt, es kann auch genauso gut sein, je nachdem, wie jetzt die Zahlen ausfallen, ob da jetzt halt viel oder wenig kommt, dass wir hier seitwärts aufbauen, einfach in diesem Bereich von der 11.900 bzw. 11.903 bis da oben hin und das mehr gar nicht passiert. Ja, dass das halt jetzt hier seitwärts wird. Wäre möglich, ja, zumal wir jetzt halt hier auch mit der Stunde, wir haben zwar immer noch in der alten Stundenkerze hier geschlossen, die abwärts gerichtet ist. Ich hatte auch vorhin geschrieben, wäre schon wichtig, dass wir über die drüber gehen. Das hat er zwar gemacht, aber jetzt nicht drüber geschlossen. Also infolgedessen kann sich das nochmal ein bisschen hinziehen. Er versucht ja darüber rauszukommen. Wie gesagt, ob es gelingt, ich weiß es nicht. Und hier oben, da wird es halt dann auch tatsächlich leider schon eng. So, und meine Hoffnung, ja, ich meine, kann ja nur auch irgendwo hier die Hoffnung ein bisschen mit reinspielen lassen, ist, dass wir so viel Druck nach oben kriegen, dass wir halt am Stück da oben durchlaufen. Und das Target, wenn er das Reversal, ich muss immer wieder das Wenn anfügen, wenn er das schaffen sollte, wäre dann hier oben entsprechend erstmal die 12.113. Klingt erstmal weit. Wenn man sich aber die Strecken von den letzten Tagen anguckt, ist das alles irgendwie gar nicht so wahnsinnig viel. Wobei natürlich muss man auch dazu sagen, Long dauert immer ein bisschen länger, ne, als Short. So, wir haben noch 5 Minuten bis zu den Zahlen. Und da vielleicht halt auch nochmal ganz klar dazu, ich bin kein Fan davon, irgendwie Zahlen zu interpretieren. Nach dem Motto, gute Zahlen geht hoch, schlechte Zahlen geht runter, funktioniert meistens halt sowieso nicht, sondern eher halt irgendwie nur zu sagen, okay, Zahlen machen Bewegung. So, versuche mal kurz hier die Fragen aufzumachen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, habe ich mir gedacht, kommt nämlich direkt auf den falschen Bildschirm. So, aber hier sind wir dann wieder. Also 12.400,
470, was habe ich gesagt? 12.000? Wahrscheinlich irgendwas anderes. Gut. Wie gesagt, Sentiment wollte ich mal einblenden. Hat es jemand gerade auf dem Schirm, darf man natürlich gerne mal hier einwerfen. Und aber es ist natürlich immer oder oft ein guter Kontraindikator. War vorhin auf jeden Fall, wo ich geguckt habe, waren wir da halt irgendwie 60% irgendwie short. Und das ist natürlich nicht der einzige Grund. Ja, das ist immer eher so, wo ich sage, na gut, wenn das Sentiment so irgendwie halt steht und ich bin long, dann geht es meistens halt schon irgendwie eher ein bisschen gezielter in die Richtung. Und das heißt aber nicht nach dem Motto, Sentiment ist 60% short, also steigen wir bedingungslos. Und das ist natürlich Quatsch. Ne? So, ich mache hier unten mal weg. Ein bisschen mehr Platz haben hier auch noch. So, aber auch mal, den Dow lasse ich mal kurz außen vor, weil der ist momentan, ist der mir ein bisschen zu ungenau in den Süden gerichtet, beziehungsweise der hat zwar auch das gemacht, was er soll, aber er hat mir ein bisschen zu arg übertrieben. Der DAX war da gestern wirklich nett, der ist irgendwie nur gerade mal 10, 12 Punkte unter die 11.840 und der Dow ist halt 70 Punkte unter das Level, was ich halt irgendwie schon vor ein paar Wochen auf dem Schirm hatte, wo ich sagte, das kommt wieder und das schiebt nach oben. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. So, dann hier mit dem DAX. Warum bin ich der Meinung, das geht hier nicht so einfach weiter runter? Das ist der übliche Ansatz wie immer. Ja, wir haben halt hier ein Cluster. Unübersehbar. Hier haben wir noch ein paar Linien vom letzten Webinar, wie ich sehe. Und wie immer streikt der MetaTrader, hat keine Lust hier auf meine Doppelklick-Aktionen. So, wenn ich das jetzt lösche, geht das dann? Huch, wo ist denn hier überhaupt löschen? Wo ist es hinten? Ah, so, machen wir weg. Dann machen wir gleich mal was anderes rein. Nämlich ein neues Add-on, aber erst nach den Zahlen. Die gucken wir uns nämlich jetzt gleich erstmal an. Also, noch 2 Minuten. Ganz einfach. Wir haben hier ein Cluster, das sieht man ja auch, ne? Runtergekommen, immer wieder dran gescheitert hier an der Stelle. Ja? Also, da. Gescheitert, nochmal gescheitert. Hier das gleiche wieder und zum Schluss wird es dann halt gekauft. Hier haben wir einen kleinen Rücksetzer und das jetzt, was wir jetzt haben, ist den ersten Test von diesem Cluster. Und deswegen haben wir auch entsprechend hier eine Reaktion, die dann auch nicht weiter verwunderlich ist. Ne? Hier sieht man es halt wirklich schön in dem Bereich und einmal kurz unten drunter gedippt und dann wieder hochgeschoben. Und das kann entsprechend natürlich auch noch deutlicher reagieren. Und deswegen bin ich auch hier jetzt erstmal long orientiert, weil es halt schon sein kann, dass wir halt diese Kerze halt wirklich bis hier oben hin halt drücken oder sogar bis hier an diesem Punkt, wo wir die letzte Stütze hier auf diesem Niveau halt haben bei circa 12.165. Ja, das wäre so das Maximum, was ich dem halt irgendwie zuschreiben würde, was an Bewegung halt denkbar ist. So, das ist halt der Ansatz davon. Jetzt haben wir aber gleich die Zahlen. Halte ich mal kurz die Füße still und guck mir mal hier das Bild an, was jetzt passiert. Es sind noch 40 Sekunden. Ja, wo sind die Festplatten hin? Die habe ich versteckt, Ingolf. Extra wegen dir, weil da irgendwie falsche Schlüsse gezogen wurden. So nach dem Motto, dass die sind hier, die sind gar nicht in Betrieb, sind einfach nur Backup-Platten. Ja, sowas liegt halt hier mal rum. Das ist ja halt auch irgendwie, glaube ich, nicht so außergewöhnlich, dass man auch mal ein Backup macht und deswegen ein paar Platten rumliegen hat. Wäre eher traurig, wenn So, ich es nicht machen würde. jetzt Hat paar jemand was? Sekunden noch. Ja. 144.000 werden erwartet. Mal schauen, was So, kommt. guck mal, schön Richtung erstmal. Na, so, das ist jetzt genau hier diese rote Linie, wo ich vorhin meinte. Da ist natürlich jetzt erstmal eng, ne? Da kann man jetzt aber auch eigentlich, wenn da nichts nachkommt, vielleicht wirklich auch erstmal rausgehen aus dieser Geschichte. So, ich gehe mal einen Minutenchart, aber so, aber die Hauptrichtung stimmt erstmal. Das ist soweit erstmal schon okay, ne? So, und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, ja. Das ist halt egal, was da jetzt an Zahlen kommt. Der Markt hält die Richtung bei, die er gehen will und nutzt die Zahlen halt, um irgendwie halt Bewegung zu machen. So, und mehr ist halt irgendwie wirklich, glaube ich, egal. So, wie gesagt, hier meine Hoffnung wäre, dass er halt hier einmal wirklich komplett durchläuft. Das wäre natürlich schick. Und dass wir einmal am besten 136.000 direkt jetzt über die gebaut. 12.000 drüber. So, aber erste Minute um.
So, ich ziehe mal den Stop hinterher. Mal gucken, ob wir uns da oben halten können. Weil das halt wirklich der Knackpunkt, ne? Macht jetzt hier keinen Sinn, finde ich, dran festzuhalten. So, ich will Recht haben, ich will da jetzt durch, das weiß ich nicht, ne? Weil halt hier natürlich dann halt nochmal so eine Paritätsumkehr halt möglich ist. Beziehungsweise eher die Umkehrbestätigung halt möglich wäre. Deswegen halte ich den jetzt mal knapp da oben dran. Ich habe jetzt die erste Minutenkerze mal abgewartet, hat man ja auch gesehen. Ne, muss, weil der erste Impuls, den sollte man schon zumindest mal zu Ende machen lassen. Und wenn es nicht funktioniert, macht es nichts. Ne? Aber jetzt sehen wir halt hier, versucht sich jetzt hier oben drüber abzustützen. Ich meine, der Stop ist jetzt ein bisschen knapp. Ja, also 958, da ist halt der entscheidende Punkt. Da kann der jetzt halt schon noch mal kurz drauf dippen. Ne? Das ist halt, deswegen hier ist jetzt die Kassaeröffnungsmarke, die ist jetzt nicht so wahnsinnig relevant. So. Kann man aber alles erkennen, denke ich, ne? Oder vom Bild her ist groß genug, weil ich habe es jetzt heute nicht hochskaliert. So, wie gesagt, der nächste Punkt wäre natürlich dann halt hier das High, falls er jetzt durchläuft. Falls, und dann das sollten wir ab dort dann eigentlich spätestens aber einen Rücksetzer kriegen auf die 5,8. Aber trotzdem, ich würde jetzt hier erstmal rausgehen, falls er mich jetzt hier unten abholt, das ist schon okay. Und deswegen ist halt auch immer gut, wie man auch sieht, wenn man halt vorher schon Entschuldigung, halt positioniert ist und nicht erst mit den NFPs da reingeht, weil es zeichnet sich ja schon vorher meistens ab, was das Ganze werden soll. So, und ist natürlich halt auch logischerweise kein Zufall, dass wir jetzt genau hier rumstraucheln. Weil wie gesagt, wenn wir jetzt hier drunter nochmal, wenn wir da drunter irgendwie bleiben sollten, der nochmal auf Anfang kommt, dann haben wir wahrscheinlich hier seitwärts, boah, ich habe einen Frosch im Hals, dann haben wir hier möglich dann halt seitwärts irgendwie bis zur Markteröffnung. Das kann passieren und deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt hier dran festzuhalten, sondern der macht es jetzt entweder oder halt eben nichts. So, aber Geld verdient ist mit dem Long auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer hat den Long mitgemacht? War jemand dabei? Heute Morgen, wo ich das noch geschrieben und gezeigt habe. So, was man nämlich jetzt hier, wenn er ein neues Hoch macht, gleich versuchen kann, das ist den TA-Trail reinzutun. Also das heißt, den Tick Average direkt dahinter. Den hole ich mir hier übers Skype-Terminal, das nicht angeschaltet ist. Also. Da sieht man jetzt zwar auch vom Orderbuch, da ist zwar eine größere Order jetzt da oben drin. Die stört uns aber jetzt erstmal nicht. Ich ziehe den erstmal manuell nach. So gut es geht. Boah, hier hakt schon ein bisschen was so vom Internet. Bei meinem VPS. Ne, aber macht jetzt einfach Sinn, hier knapp dran zu bleiben. Weil hier sieht man, die Bären werden hier rausgequält. Möglicherweise jetzt gerade und... Falls aber doch irgendwie da oben einer halt eine dickere Order aufmacht und dann weiß man auch nicht, wie lange der dran hält. Deswegen bleibe ich da oben jetzt mal ganz knapp dran an dieser Geschichte. Einfach mal gucken, wie hoch wir den hier kriegen. So, wie gesagt, das Hoch, ne, hier auf der Seite, das haben wir, da kommen wir jetzt gleich hin, so wie es aussieht. Hier ist die Future-Eröffnung. Die kann natürlich auch nochmal, ne, Future-Schluss von gestern. Kann natürlich auch drücken, deswegen knapp dranbleiben. Das sind nämlich natürlich jetzt alles Levels, wo halt möglicherweise Short Orders liegen und wo halt gedrückt wird. Und deswegen ist es natürlich auch potenziell interessant, hier oben zu shorten. Und deswegen jetzt lieber ein bisschen zu knapp hier dranbleiben, als jetzt irgendwie zu weit. Macht, glaube ich, keinen Sinn.
Ich bleibe hier einfach in der Minutenkerze, jetzt erst manuell. Ich hätte es natürlich auch automatisch machen können, aber ich mache es hier manuell, weil ich es tatsächlich einfach nicht wirklich vorbereitet habe eben. So, zack, raus. Gut, das waren doch irgendwie, keine Ahnung, fast 100 Punkte jetzt, ne? Ja, gut, sehe ich jetzt. Doch 182 Punkte. Nee, ich glaube, das stimmt so nicht. Aber egal, also wir sind ja halt irgendwo, wenn ich gucke, man sieht es ja beim letzten Trade, müsste es ja eigentlich sehen. 80 Punkte etwa, oder? Okay. Ja, ich habe den vorhin irgendwie neu gestartet und da war der Trade, glaube ich, schon auf. Habe ich auf dem anderen VPS, oh, Entschuldigung, eben aufgemacht. Wir hören dich nicht mehr, falls du Ja, was nee, das sagst. war auch Absicht. Ich wollte gerade sagen, so, ich bin halt immer noch so ein bisschen angeschlagen und deswegen habe ich halt noch Kratzen im Hals. So, aber auf alle Fälle hier, glaube ich, ein ganz netter Trade. Wie gesagt, ich hoffe, es waren einige dabei. Sehe ich hier. Ja, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute waren mit Long. Das ist doch fein. So soll es doch auch sein, dass wir hier zusammen Geld verdienen und nicht irgendwie jeder für sich. So, warum Long, fragt hier der Andreas. Nee, heute Morgen war kein Webinar. Ich mache das nur immer in der Gruppe. Acht. Schreibt der Klaus Dieter. Ja, waren noch ein paar mehr, sehr schön. Der kann jetzt hier durchlaufen, aber wie gesagt, ist jetzt aber auch okay, wenn man halt die Strecke am Stück, wie soll ich das erklären, ne? Ich meine, so ein Ausbruch, der kommt auch gerne mal wieder auf Anfang zurück. So, und von daher finde ich das halt völlig legitim, wenn man jetzt hier oben mal sagt, ey, das waren geradeaus irgendwie hier knapp 100 Punkte und das gibt es meistens nicht. Also meistens hat man irgendwie dann halt mal 40 hoch, 30 zurück, 50 hoch, 20 zurück. Und so war es halt am Stück. Und die Konsolidierung, falls die kommt, dann kommt sie, dann kann man nochmal reingehen. Und falls sie nicht kommt, so what? Ne? Also ich glaube, da kann man sich jetzt nicht wirklich beschweren, wenn man hier ausgestiegen ist an der Stelle. So. So, was ist das für ein senkrechter Balken mit Regenbogenfarben? Der Trade wurde im Nachhinein gepostet, das war ich nicht dabei. Das stimmt nicht, der Trade wurde vorher gepostet. Und das Einzige, was ich halt, wo ich dann nachher, da war ich irgendwie 10 Punkte später oder so drin, habe ich gesagt, ich habe den hier nochmal eingekauft. Aber das ändert ja grundsätzlich nichts an der Idee. Ne? Und selbst wenn man halt hier irgendwie, wenn man es nachverfolgen möchte und ich war dann 10 Punkte zu spät, ich habe ja auch geschrieben, wo ich hin will. Also wenn man das dann unbedingt nachverfolgen will, kann man das schon noch machen, auch wenn es nicht, was ich natürlich am liebsten mache und ja auch eigentlich immer mache, ja, im Vorfeld halt irgendwie genau beschreiben, was halt passieren soll. Und ich glaube, wer da letzte Woche mal mitgelesen hat, DAX Short bei 495, ich glaube, der war auch nicht so schlecht. Und gut, dass der jetzt 600 Punkte runterläuft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ja, das war auf jeden Fall einer, der war rechtzeitig. Der Dow Long wäre besser gewesen. Ja, kann sein. Gucken wir uns gleich mal an. Aber den Dow kann man auch nicht mit dem DAX vergleichen. Ne? Der DAX, ich meine, von der Volatilität, da ist halt die ATR im M1, die ist halt, die liegt halt auch um Faktor 3. Das heißt, da habe ich halt auch immer einen Stop-Loss, der natürlich dann auch irgendwie dreimal so groß ist. Deswegen nach Punkten kann man es nicht rechnen. Man muss es schon richtig machen und nicht 1:1 vergleichen. Welche Gruppe? Fragt der Andreas, das ist die Traders Club Stereo Trader, die Facebook-Gruppe. Ne? Hier unten, ich habe es ja vorhin irgendwie auch gezeigt. Da unten steht es auch irgendwo. Jetzt haben wir hier kein Bild, aber oh gut, man sieht es ja trotzdem. Ne? Hier unten steht die Seite und wo es dann halt nochmal beschrieben ist, wo man die Seite auch findet. Also hier in der Mitte, ne? Facebook-Gruppe Traders Club Stereo Trader. Okay. So, ne, wie man sieht jetzt hier auch im DAX, sagen wir genau, halt hier an der Stelle, ich zeichne die hier auch mal eben ein, die Linie, was ist das? 958. So, machen wir die hier mal dick rot auch. Sagen wir,
Ja, das hier stimmt nicht. Also damit hätte ich mit dem letzten Trade 700% gemacht. Das ist natürlich Quatsch. Aber das passiert halt, wenn man irgendwie auf mehreren VPS halt arbeitet. Ich mache mal hier ein Reset. So. Gut. Ich denke mal, das ist aber soweit verstanden, ne, wie ich halt hier darauf komme. Und das ist halt immer, es ist eigentlich echt immer egal, was ich mache. Es ist halt immer der gleiche Ansatz. Und weil er halt einfach funktioniert. Was soll ich dazu sonst sagen? Und wenn man das abstimmt mit anderen Ansätzen, und dann hat man halt einfach eine höhere Erfolgsquote. Ich nenne es mal so. So, hier sieht man es jetzt halt eben, ne? Jetzt genau, jetzt, wir haben 14:41, das heißt, die Stundenkerze, die wird sich hier auch wohl noch aufhalten. Mal gucken. Wenn wir drüber schließen, ist fein, dann laufen wir wahrscheinlich weiter hoch. Wenn wir drunter schließen, gehen wir wahrscheinlich eher wieder auf Anfang. So, das wäre jetzt halt so mein Ansatz, ne? Weil wir hier einfach die letzten Supports an der Stelle haben. Und die versucht er jetzt, das ist natürlich jetzt erstmal Widerstand, ne? Da kann es auch ein Stück weit durchgehen, wie man sieht. Wenn man aber long dabei ist, ist kein Problem. Und ansonsten ist das jetzt hier erstmal Widerstand, und was wir dann halt haben in dem Moment, das ist ganz einfach eine Paritätsumkehr. Das heißt, aus Support wird Widerstand. Und den versucht er jetzt natürlich hier wieder rauszuholen. So, das ist alles. Das ist auch nicht meine Erfindung, leider. Ich würde mich gerne damit brüsten, sondern das gibt es schon ganz lange. Das ist einer der ältesten Ansätze im Trading und für meine Begriffe auch einer der verlässlichsten. Alright. So, also nochmal, warum Long? Deswegen Cluster hier unten im Tageschart wird das gleiche Prinzip, ne, wie aus Widerstand wird Support. Das hier ist ein massiver Support, die 11.840 ist außerdem halt auch bekannt als Volumenpunkt. Und infolgedessen, wenn ein Punkt da liegt, den ich halt, wo ich halt weiß, der ist halt in der Vergangenheit schon oft eben ordentlich gehandelt worden von großen Marktteilnehmern. Und das ist auch dann noch irgendwie genau so ein Ding, wo man eine mögliche Paritätsumkehr halt haben, ja, dann ist das halt long. Also, ne, das war natürlich jetzt gestern. So, und heute muss man es halt dann natürlich ein bisschen runterbrechen. Da hat man halt einfach, was heißt einfach, man hat gesehen, einfach im, jetzt habe ich schon wieder einfach gesagt, also im M1, ich versuche es mal hier zu zeigen, hat man halt gesehen. Kommt sie daher? So, das wollte ich. So ein Bild, das habe ich schon in diversen Webinaren, habe ich das halt schon auch beschrieben. Wenn man dann halt so ein Bild hat, ne, wo man hier sieht, ganz klar, es geht so stufenweise, wird nur runtergedrückt. Keine einzige Minutenkerze schließt mal über der anderen. Und wenn es im Minutentakt so runtergeht, dann muss man eigentlich nur über der Minutenkerze, über dem letzten Außenstab, eine Long Order hinpacken. Und wenn das Ding hochgeht, und dann war es das, ne? Dann wird die so eine Treppe. Das ist halt typisch, gerade vor News kann man das so oft beobachten, wenn man wirklich so ein Treppengebilde hat, dass das wird nur genutzt, um wirklich halt irgendwie alles nach unten rauszuquälen und dann entsprechend den ganzen Salat zurückzukaufen. X-mal gesehen, ja. Und habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, auf sowas muss man wirklich achten. Weil das sind dann halt auch einfache Einstiege. Weil ob das dann halt gelingt, klar, steht immer auf dem anderen Blatt, aber mein Risiko ist halt bei sowas schlicht und ergreifend extrem gering. Weil, wenn man sich das mal anguckt, ich das hier mal ein bisschen größer mache, wenn man dann halt wirklich so ein Raster, nochmal, ne, so ein Raster hat, man sieht ja hier, keine einzige Minutenkerze kommt über die andere drüber. Hier waren es mal irgendwie 2 Punkte. Ja, gut, aber dann geht es direkt weiter. Gut. Das wäre dann vielleicht ein Loser gewesen an der Stelle. So, aber halt weiter, 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 immer runter. So, und wenn ich natürlich dann halt hier an so einer Stelle halt eine Long Order platziere, und das Risiko ist ja begrenzt, ich gehe einfach hier an das Low von der letzten Kerze, und wenn ich hier gefüllt werde, kann ich den recht schnell auch Break-Even ziehen, deswegen habe ich das eben auch gemacht und kann dann halt einfach drin bleiben und dann gucken, was passiert und ob das nochmal rausgekauft wird. Hier oben fing es an und wenn man da halt, hoppla, und wenn man da halt mal rüber geht, sieht man auch schön, ne? Bis ganz da oben hin ging es und dann ging es erstmal wieder hier schleppend in seitwärts zurück. Aber das war halt dann entsprechend hier oben genau das Angriffsziel, ne? Da, wo wir angefangen haben, runter zu laufen, genau dahin läuft es dann auch eben entsprechend wieder zurück hoch. Also einfach mal selber gucken, ist es wirklich halt ein recht guter
Ansatz, wie ich finde. Ohne Volumen, ohne alles. So, gehen wir mal kurz zum DAO rüber. So, der hat 304 hat er gemacht. Was war denn bei 304? Klar, der ist natürlich weitergelaufen, ne? Keine Frage, es sind ja auch US-Arbeitsmarktdaten. Aber wie gesagt, momentan läuft der mir so ein bisschen übertrieben. Weshalb ich aktuell ein bisschen mehr auf den DAX fokussiert bin. Aber auch hier gucken wir uns das Ganze mal im Tageschart halt auch mal an, was da halt los ist. Was hat eigentlich Gold gemacht? 503. Okay, und da gucke ich mal gleich nochmal drauf. So, hier auch im Tageschart. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. Ich versuche immer die Fragen so ein bisschen im Auge zu halten. So, das Gleiche, ne? Da habe ich ja Anfang der Woche oder wann es war auch schon geschrieben. So, irgendwie dieses Cluster, das Ding, geht der nicht einfach durch. Und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. So, meine dicke Grüne, die ist jetzt hier eigentlich falsch eingezeichnet. Beziehungsweise sie ist nicht falsch, die ist nur nicht grün. Zeige ich aber mal kurz auch. Das ist nämlich hier der Kollege hier bei 874. Die ist schon ganz lange bei mir auch drin. Habe ich im Blog auch schon oft gehabt. So, die machen wir richtig dick. Das sind nämlich so ein paar Sachen zusammengekommen an der Stelle. Gucken wir, die irgendwie alle gleich nochmal auseinandergepflückt kriegen. So, er hat es, ne, wie man hier sieht, ist nicht bei 874 geblieben, sondern geht dann halt eben mal, ja, ne, wie viel waren es? 130 Punkte durch. Das ist natürlich so ein bisschen zu viel, um das halt irgendwie mal eben long zu handeln. Mit 200 Punkten Stop, ich weiß nicht. Also je nach Positionsgröße ist es natürlich halt dann auch schon mal ungemütlich. Und von daher, ich habe die auch tatsächlich gar nicht gemacht. Ich war gestern nur short bis darunter und habe dann irgendwie auf den Knopf gedrückt und mich gefreut. Und weil ich mir schon dachte, irgendwie ist es ziemlich mies wird da unten, wie das halt läuft und ist sie dann auch. Das ist halt einfach zu viel. Aber trotzdem haben wir halt hier einen Support und trotzdem, das sieht man, glaube ich, auch im Stundenchart, werden wir gleich uns mal angucken, sieht man halt schon die Relevanz von der 874 hier. Aber das Prinzip ist das Gleiche, ne? Wir haben halt hier einen Cluster Widerstand, immer wieder an der Stelle, wo es dann halt hier abgewehrt wurde, runterging, ne? Runter, runter und dann irgendwann geht es drüber und wir hatten noch keinen Backtest, ne? Von diesem Punkt, noch keinen einzigen. So, und dann ist es halt nur logisch, dass wir halt genau dieses Ding dann entsprechend dann auch irgendwann umdrehen und dann halt da auch einen Test kriegen und dann erstmal wieder versucht wird, da oben rauszukommen und die Bewegung, die wir halt hatten, nach oben entsprechend fortzusetzen. So, das ist nicht mehr, nicht weniger. Problem war hier nur, und das habe ich halt auch geschrieben, ist halt schwer auszuloten und wird wahrscheinlich zum Scalpen alles Mögliche funktionieren. Ich habe es jetzt zugegebenermaßen nicht genau beobachtet, also von den Linien in meinem Blog. Und ich vermute aber mal, dass es halt zum Scalpen halt gereicht hat, irgendwie an allen möglichen Punkten. Und weil er sich natürlich hier wehrt. Ne? Und gestern war halt hier so, das sah auch schon von der Bewegung, wo es dann halt hier gestern halt nochmal runtergegangen ist. Das sah halt schon so ordentlich aus, also hier in dem Bereich, ne? Ordentliches Finale. Das ist ja meistens so, dass dann halt irgendwie einmal noch eine fette Position in die Richtung, die ja die ganze Zeit gelaufen ist, gedrückt wurde und dann geht es halt zurück. Und habe ich schon so ein bisschen tatsächlich auch vermutet und habe ja noch geschrieben, am Ende war es alles nur ein Dip. Und ich sehe es schon kommen und so war es ja dann halt auch. So, also ich versuche den, ne, also das ist aber generell das gleiche Prinzip. Ich breche es mal runter auf den Stundenchart jetzt hier auch erstmal, um mal zu sehen, ob wir es da zusammenkriegen. Aber das ist tatsächlich auch noch zu grob. Machen wir es mal hier im 15 Minuten. Mal gucken, so, da waren wir gestern, ne? So, und ich zeichne mal hier die 874 ein. Da kommen wir der Sache schon näher, ne? Kurzer Dip, ja, knapp davor, nicht ganz, ne? Aber man sieht ja halt trotzdem zumindest, also das war halt, ne, die üble Nummer, aber so sieht halt wirklich oft einfach ein Abschluss aus von der Bewegung. Und es ist einfach die längste Kerze, die wir hier heute auch haben in dem ganzen Bild. Ich glaube, auch die Tage davor hatten wir auch nichts in der Richtung, was so lang war.
da kommt die nicht ran. Nee, da kommt, ja, obwohl doch die ist ähnlich, ne? Also der Anfangsbewegung, es waren hier knapp 200 Punkte und die Schlussbewegung auch, ne? So, infolgedessen passt das ja auch eigentlich ganz gut zusammen. Aber da sieht man halt trotzdem, ne, wir haben halt hier irgendwie dann auch nochmal einen kleinen Run hier hin gehabt. Leider, also hat nicht genau gestimmt, ja, aber ich habe es, wie gesagt, deswegen meine ich ja auch, der läuft mir ein bisschen zu übertrieben und deswegen bin ich da auch im DAO momentan gerade erstmal nicht aktiv, sondern eher dann im DAX, weil der halt einfach das Ganze so ein bisschen sauberer tatsächlich gerade macht. So, und ja, also entsprechend runter drüber das ganze Ding zurückgekauft und weiter hoch. Und auch jetzt hier die 305 oder was wir da gerade hatten als Hoch, das ist halt nichts, ja, aus meiner Sicht. Da ist halt einfach mal eine runde Marke irgendwie. Und da hat es dann halt mal ein bisschen reagiert. Aber vom Prinzip her war auch gestern hier die 215, hier heißt es 216, das war eigentlich die 215, das Ziel. Ich mache mal ein bisschen größer hier alles. Und dann versuche ich hier mal eine Einschätzung halt für den Rest vom Tag gleich auch mal hinzubekommen. Das hat mich beim letzten Mal, glaube ich, auch recht gut funktioniert mit dem DAO. Also, aber generell, ne, hier, ja, das ist halt ein Volumenpunkt. Also, der wird halt gerne angelaufen, den kann man jetzt aber nicht wirklich als Support oder Widerstand verwenden. Aber halt, wie man sieht, das war erste Anlaufstelle dann gestern bei dem Reversal, dann erstmal ein bisschen drunter, drüber, jetzt nochmal durch. Also viel mehr kann ich da jetzt auch an der 215 nicht ableiten. Aber generell, wenn der DAO das Bild hier weitermacht, dann würde ich einfach nur hingehen, würde mir hier die letzte kleine Welle aussuchen, den letzten Support, das ist hier oben, dem Bereich, da auch eher an die Schlusskurse dran gehen. Und da sind wir bei der 385. Und da war auch, hat da vorhin, glaube ich, jemand eingeworfen, 300 82 Short. Ich weiß nicht, ob ich hier Short gehen würde. Ne? Also, das wäre eher so ein Punkt, wo ich sage, da mache ich Long mal zu. Aber ob der da jetzt wirklich Short geht, wie gesagt, der ist eh gerade dabei, immer alles so ein bisschen arg zu übertreiben. Also, ich würde eher sagen, das Cluster, was wir halt hier in dem Bereich haben, ne? Also einfach kommend von, also ne, hier Oberseite. Und hier Unterseite, so, wer auch immer hier klingelt, der hat jetzt Pech gehabt. Ne? Also das ist halt, in dem Bereich dürfte sich das Ganze dann wahrscheinlich irgendwie irgendwo abspielen. So, das vermute ich halt eher. Ob jetzt die 385, 382, wie auch immer, ob die jetzt dann genau nach unten reagiert, ich weiß es nicht. Ne? Aber das wäre halt jetzt auf jeden Fall erstmal das nächste plausible Anlaufziel, beziehungsweise die nächste plausible Anlaufstelle, wenn die Bewegung hier fortgesetzt wird, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, spricht jetzt nicht viel dagegen, wenn der jetzt auch hier oben schließt, weil die Stunde läuft ja nur noch 5 Minuten und der wird jetzt tendenziell eher nicht nochmal komplett hier runterkommen. Und das heißt, wir schließen irgendwo hier oben, vielleicht kriegen wir dann nochmal einen Backtest auf die 216, aber mehr dann halt auch nicht wirklich. Und jetzt haben wir hier natürlich eine ordentliche Bewegung. Da ist jetzt nicht so ganz einfach, das nachher auszuloten für die Markteröffnung. Das hatte ich ja beim letzten Mal, ich das ja ganz gut hinbekommen, wo ich ja noch gesagt habe, der Dip, wenn wir einen kriegen, geht wahrscheinlich dahin, aber mehr nicht. Puh, gucken, ob das hier auch so einfach ist. Diesmal, weil grundsätzlich muss man immer davon ausgehen, Kassa freut es nicht, wenn es schon zu viel gestiegen ist, wenn der Markt long will, ne, weil es halt schlicht und ergreifend zu teuer ist. Und deswegen haben wir auch ganz oft entsprechend zur Kassaeröffnung dann entsprechend solche Dips. Und das liegt nicht daran, weil man unbedingt die Leute veräppeln will, sondern weil dann eher vermutlich die halt dann so einige Marktteilnehmer sagen, gut, so erstmal raus, aber das kriegen wir nochmal billiger und mal gucken, was passiert. Und gehen billigst möglichst rein in die Geschichte. Also, wenn er es übertreibt, der Kassamarkt, mit einem Dip, ist wahrscheinlich übertrieben, aber dann würden wir hier eigentlich eher nochmal in dem Bereich irgendwo aufsetzen. Also hier haben wir die Abwärtsbewegung, da haben wir das Gap gehabt.
hier an der Stelle. Ist natürlich weit, ne? Das sind 300 Punkte, aber wird möglich ist alles. Sollte er nur irgendwie arg runterkommen, dann würde ich tatsächlich irgendwo hier in dem Bereich suchen. Da haben wir jetzt auch irgendwie lustigerweise die minus 61,8, die Fibo Intraday und 50% vom Vortag. Würde genau dazu passen. Also ich sage nur, wenn er es übertreibt. Ich weiß es nicht, ne? Aber das wäre dann auf jeden Fall halt eine Chance. Aber ist, finde ich, jetzt heute ein bisschen schwerer, hier einzunorden, was er machen könnte. Nach zwei gucken wir noch was sehen. Wir sind, das wäre unter der VL von gestern. Ja, das ist echt leider so ein bisschen Kaffeesatzlesen gerade. Hier ist der Kassaschluss von gestern. Grundsätzlich sage ich auch immer lieber irgendwie kein Gap zumachen, weil man sieht es einfach an den Bewegungen immer. Wenn Gap erstmal angefangen, wenn er erstmal anfängt, so ein Gap zuzumachen, hier so ein Kassa Gap, was wir ja gleich wahrscheinlich haben werden. Ja, weil hier ist krasser Schluss gestern. Wenn er das anfängt zuzumachen, dann geht es meistens auch tiefer. Das wäre natürlich ungeschickt. So, aber wenn man sich jetzt mal nur die letzten Widerstände hier anguckt, dann sind wir da aber leider genau am Gap. Also hier haben wir Widerstand, Widerstand, Widerstand drüber und nochmal drunter schon wieder Widerstand und jetzt laufen wir einfach durch. Also wenn das kurz hält, dann sollte er irgendwie knapp über dem Gap drehen, ne? Und dann sind wir, dann wären wir tatsächlich, ja, lustigerweise genau bei 215. Wo ich ja gerade noch meinte, die kann man irgendwie nicht wirklich als Widerstand oder Support irgendwie handeln. Aber hier wird es tatsächlich passen, ne? Also weil wir halt hier die ganze Zeit die Widerstände hatten und jetzt nochmal durchgekauft und es wäre kein Gap Close. Es wäre knapp drüber. Also das wären die beiden Möglichkeiten. Liegen natürlich ziemlich weit auseinander, 215 und 982, aber generell hoch, ja, nicht runter. Ich glaube da nicht dran. Und nichtsdestotrotz, auch ich kann mich irren, bitte auch nicht vergessen. Ne? Und hier oben, ich habe es ja gerade gezeigt, das wären halt die Anlaufstellen. Also wenn wir jetzt irgendwie vor Kassaeröffnung noch hier oben hinlaufen sollten, auf die 385. Ich glaube, dann würde ich da oben shorten und würde gucken, ob ich einmal zumindest runterkomme auf die, in die Nähe von der 215, 216. Ne? Weil das ist dann halt too much. Also, weil da glaube ich nicht, dass es dann einfach so weitergeht, sondern das ist dann eher schon der Punkt, wo es dann vielleicht für den einen oder anderen heißt, mal schnell noch eine Kasse machen. Beziehungsweise hier noch ein bisschen Gewinnmitnahmen betreiben. So, das wäre der DAU. Was jetzt halt generell den Kollegen angeht. So, jetzt mal gucken, ob ich hier einfach. Naja, geht natürlich nicht. Mal ein paar Sachen hier rauslösche. Ich versuche das mal ein bisschen eleganter zu machen. Wieso selektiert er mir jetzt hier die Linie nicht? Habe ich da den Zickzack drin? Das wäre natürlich. Und. Ach, tatsächlich. Geh du mal weg. So, weil es gibt ja, habe ich ja gesagt, werde ich auch mal gleich zeigen. Es gibt ja ein neues schickes Add-on. Letztes Mal hatte ich ja halt das VPOC vom Orkan Kuyas. Und diesmal machen wir das MT on Live-Signal vom Oliver Najjar. Da gibt es aber demnächst auch noch natürlich ein Webinar dazu. Und wo er das entsprechend alles wunderbar erklären wird und kann. So, dann haben wir halt auch die Balken her. Die sind ja vorhin schon gefragt worden, wo die Regenbogenfarben herkommen. Das ist schlicht und ergreifend Markttechnik, ne? Also das heißt automatische Trenderkennung und nicht Zickzack, wie ja auch schon mal vermutet wurde. Klar macht das auch ein Zickzack, hat aber mit dem Zickzack-Indikator natürlich rein gar nichts zu tun, ne? Sondern wir haben hier eine klare Trenderkennung, die uns halt sagt, bis wohin halt ein Trend intakt ist. Und ab wann es kritisch wird, beziehungsweise halt entsprechend halt auch Ein- und Ausstiege halt liefert. So, und was wir jetzt halt hier sehen, ich bin im Tagesschart, da sieht man halt zum Beispiel, was die Abwärtsbewegung angeht. Also der Tagesschart, der ist short, sehe ich hier in der roten Indikation.
Und da bin ich halt hier unten ans Maximum gelaufen. So. Aber der übergeordnete Trend, der ist halt long, unverändert im Dow, ne? Also im Tageschart. Da ist nichts passiert. Das ist nichts short, kein Crash in Sicht, nichts von alledem. Und das passt natürlich ja auch generell zu meiner Einschätzung. Ich halt sage, hier geht es auch nicht so einfach durch. Das heißt, so einen Trend kippen wir auch nicht einfach. Und der wäre natürlich rein markttechnisch auch erst hin, wenn wir halt hier unten in dem Bereich angekommen werden. Ne? Das heißt, hier haben wir halt die letzte Biege da unten und entsprechend wird es hier halt auch wunderbar visualisiert. Nicht nur mit Trendlinien, sondern halt eben auch mit einer Art Ampel, nennen wir sie halt mal so. Ne? So, und das heißt, genauso halt der untergeordnete Trend, der jetzt ja aktuell erstmal short ist, so, der kann halt laufen bis hier oben hin. Ne? Also da, wo es halt losging, nochmal bei der 057, 059, in dem Bereich, da würde der halt, beziehungsweise da würde er halt brechen, der Untergeordnete, also im Daily jetzt, und würde sich halt an den Übergeordneten anschließen. So, und entsprechend haben wir natürlich Spielraum tatsächlich auch bis da oben hin, ja. Und deswegen halte ich jetzt auch eine Bewegung, wie ich sie vorhin genannt habe, hier oben bis an das Ende, den Anfang hier vom Cluster, völlig plausibel, also jetzt für heute. Und es passt halt einfach da halt rein. Und wäre jetzt auch kein großes Hexenwerk, dass er das halt entsprechend halt mal macht. Na, aber hier mit dem Add-on sieht man natürlich viel schöner, was da halt wo los ist und wo ich mich halt auch gerade befinde. Also was halt natürlich auch wunderbar anzeigt, sind halt hier zum Beispiel trendlose Phasen, ja, wo wir halt hier seitwärts geschieben haben. Das wird dann halt in Grau dargestellt. Und entsprechend Long ist halt blau und abwärts gerichtet oder Bruch ist dann halt in Rot. Ne? Momentan sind wir dann halt einfach unverändert. Long unterwegs. Es geht natürlich in allen Timeframes. Ich habe es jetzt hier nur mal im Tageschart gezeigt. Ich kann es jetzt genauso gut aber auch hier mal drauf tun. Und da wird man es ja dann auch sehen. Muss erstmal ein bisschen rechnen. So, aber da halt auch alles ganz wunderbar. Long, long, ne? 15 Minuten long und übergeordnet auch long. Das sieht man hier unten halt beides. Ist halt gerade blau und es hilft natürlich auch so ein bisschen, sich ein bisschen mehr Gewissheit halt oder ein bisschen mehr Sicherheit zu holen, weil der DAO läuft definitiv markttechnisch. Also sage ich immer wieder und da beharre ich auch drauf und der macht halt selten irgendwie Spökes, ne? Außer jetzt gestern mal hier, aber selbst da sieht man es ja schön in der Abwärtsbewegung, die wir hier gestern hatten, geht dann einmal runter und dann wird das Ding halt gebrochen, ja? Und schwupp, haben wir halt hier einen Longtrend. Völlig intakt gerade und da gibt es gar kein Vertun. Und der wäre erst wieder kritisch unter der 26.100. Ne, jetzt hier M15 und ich glaube, übergeordnet sind wir da auf Stunde. Wenn der Timo anwesend ist oder der Olli, kann er vielleicht mal kurz was sagen, müsste aber eigentlich so sein. Ja, das heißt, da haben wir einfach, das ist immer das Problem, wenn wir halt Untergeordneten in einer anderen Richtung unterwegs sind als Übergeordneten. Dann kriegen wir halt seitwärts Gezerre, Geschiebe und Gemache und Getue. Wenn aber beide in der gleichen Richtung halt sind, ist natürlich halt wesentlich einfacher, da halt auch einzusteigen und entsprechend die Richtung zu handeln. So, nichtsdestotrotz sehen wir jetzt hier oben, das wird nur deswegen rot, nicht weil hier oben irgendwie plötzlich short ist, sondern weil hier jetzt einfach die Grenze ist. Ja, wenn natürlich jetzt halt hier, wenn der Markt weiterläuft, hier auf die 385, wo ich halt haben will und dann verlängert sich natürlich das Ding hier halt auch nach oben. Ja, aber zeigt mir halt hier, da würde ich eher nicht mehr einsteigen. Long in dem Bereich, ja, hier wo das halt entsprechend farblich ja auch dargestellt ist, da geht man halt nicht mehr long, sondern da hält man ja immer die Füße still oder wartet halt auf einen neuen Einstieg oder löst halt eben auf. Ne? Wenn man sagt, okay, bin hier oben irgendwie an der Kante, versuche ich irgendwie tiefer nochmal reinzukommen. Andererseits wäre es jetzt hier natürlich auch plausibel, und das zeigt das Add-on halt auch schön an, wenn man sich hier die 1, 2, 3 darstellen lässt. Das dauert einen Moment, muss noch mal kurz nachdenken. Und ist sie da? Irgendwie wird es hier gerade bei mir nicht angezeigt. Warum weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich zeigt es nämlich immer noch 1, 2, 3. Doch, ich glaube, es ist dahinter, man sieht es nur leider nicht. Das heißt, hier müssen wir halt auch nochmal entsprechend halt eine neue 2 dann an der Stelle halt kriegen, also über diesen Punkt drüber eine Verlängerung. Das ist ja kein irgendwie Short hier, also, sondern ist ja nur eine korrektive Bewegung.
Bewegung. So, und deswegen bin ich im Lau, im Lau, im Dau auch Long gebürstet. So, was habe ich hier noch an Fragen? Die gucke ich hier gerade mal irgendwie durch. Also ich denke mal, es ist ja soweit verstanden, ne? So, warum, weshalb oder wo die Punkte auch herkommen. Du erwähnst manchmal, dass eine Marke oder Zone noch nicht abgearbeitet ist. Ja, ab wann ist sie abgearbeitet? Ja, am besten, wenn sie mit großem Volumen gehandelt wurde, ne? Und so ein Punkt war ja halt, da habe ich ja wirklich vor ein paar Wochen geschrieben, hab ich gesagt, ich mache ein Post-it an diese 25.875, da mache ich ein Post-it dran, ja, weil das ist nicht erledigt da unten. Und das war halt so ein Punkt, ne? Das hat einfach nur mal durchgeschlittert und hier sieht man es ja halt überhaupt nicht getestet, ja. Auch wenn der jetzt halt hier drüber gegangen ist, spielt keine Rolle. Es geht darum, dass diese Marke, also im Stundenchart sieht man es deutlich besser, aber hier auch, das sieht man ja, stützt drauf, immer wieder Schlusskurse da dran und im Stundenchart haben wir da massiven Widerstand, da ist er einfach drüber gerannt. So, und wenn sowas halt passiert, und je weiter er läuft, umso wahrscheinlicher wird es, dass die halt mit entsprechend fettem Volumen da unten dann auch abgefedert wird. Und das ist genau so ein Punkt, nicht abgearbeitet. Nicht mehr war das halt auch hier gestern, was da halt passiert ist. Und deswegen habe ich auch vorgestern dann das, oder wann es war, auch schon geschrieben, bitte keine Crash-Fantasien. Ja, das ist halt Quatsch. Und weil wir sind nicht short in dem Markt unterwegs, sondern lieber gucken, wenn das Ding dreht und dann halt in die Richtung nochmal reingehen und bis dorthin natürlich auch nicht dagegen halten. Ne? Aber das war halt so ein Klassiker. Nicht Entschuldigung, abgearbeitet. Also muss der halt nochmal her. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob dann halt irgendwo große Positionen da unten liegen und dann halt große Teilnehmer dann halt irgendwie dann das Volumen aufbringen, das nochmal irgendwo abzuholen. Ich weiß es nicht. Also ich beobachte nur und sehe mich da halt auch immer wieder bestätigt, dass das halt eben nicht vergessen wird. Da haben wir schon ganz andere Strecken gehabt, die sogar tausende Punkte auseinander lagen. Also wo es letztes Jahr im Dezember halt so rapide runterging, da habe ich auch noch gesagt, ja, da oben über 26.000, da fehlt aber noch ein bisschen was, da ist einiges liegen geblieben. Ich hätte zwar auch nicht geglaubt, dass wir da einfach nochmal hinlaufen, aber er hat es halt gemacht. So, ob ich noch drauf eingehen kann, wie ich zu dem Minus-Retracement da komme, das war im Dow, ne? Wo war das jetzt hier? Na, jetzt passt es ja wahrscheinlich, ah, doch hier, ne? Genau, das ist einfach nur hier Intraday. Also kann ich ja im StereoTrader, kann ich ja halt die Fibos, kann ich mir ja automatisch anzeigen lassen. Und das ist halt, hier war das dann in dem Bereich, beziehungsweise hier Intraday, ne? Und er rechnet mir ja die Fibos dann halt passend dahin. Also kann ich natürlich auch von Hand machen, aber geht ja auch so. Gut, so, also hier jetzt auch natürlich erstmal kein Handlungsbedarf. Das macht der DAX. Ja, klemmt dann noch ein bisschen rum, ne? Aber, oh, hat aber schön drüber geschlossen. Ich habe gerade verschlafen. Ist natürlich nett. So, und da haben wir natürlich dann nachher auch die Chance zur Kassaeröffnung mit den Amis, da nochmal eine Runde drauf zu tippen und dann halt nach oben zu ziehen. Und dann sucht man sich eigentlich am besten irgendwie einen Übertreibungspunkt, einen kleinen. Hier kommt zum Beispiel der EMA 200, der kommt hier gerade angekrabbelt. Und gut möglich, dass der 1510, 20 Minuten, wenn der in dem Tempo weiter steigt, dann ist der wahrscheinlich nachher auch genau da. Kann man ja mal im Auge behalten. Und das wäre dann natürlich dann halt schon ein Einstieg, ne? Wo man dann halt nochmal versuchen könnte, das halt zu verfolgen. Aber ist natürlich ganz klar keine Empfehlung, ne? Sondern eher so das, was ich halt irgendwie dann halt mal wahrscheinlich machen werde. Aber ich bin ja dann im Zweifelsfall auch hartnäckig. Und bleibt dann halt dran, wenn es dann halt mal daneben geht. Weil wenn man sowas macht, dann halt auch entsprechend mit kleinem Risiko, weil hier muss man auch kein großes Risiko machen, weil diese Lows, die wir hier haben, ne, an der Stelle, die Lows hier, die sollten jetzt nicht unbedingt da großartig überboten werden nochmal. Also das sollte schon eher halten. Wäre jetzt auch nicht wirklich schlimm, wenn wir hier einmal drauf aufsetzen, ne, hier auf diesen Peak, kann er auch noch machen. Also
Das ist aber alles ja überschaubar, ne? Das ist eine Strecke hier von 20 Punkten. Und das ist so im Rahmen wo ich sage, das kann man halt vertreten, ne? Nur darunter sollte er nicht auf Anfang hier, wo das Ganze losgegangen ist, schon gar nicht, ne? Auch wenn es die Stundenkerze hergibt, aber hier, ob man solche Schweinereien dann mitmachen muss, ne? Ich meine, haben wir auch schon gesehen, irgendwie da kommt so eine Stundenkerze, fällt dann bis hier unten hin und knallt dann halt trotzdem oben durch. Das ist natürlich, ist nicht außergewöhnlich, aber macht aber auch nicht unbedingt Spaß. Es sei denn, man hat genau nur den Long erwischt, aber nicht, wenn man irgendwo oben drin ist und dann halt irgendwie die Füße stillhält. Okay, so, dann gehe ich mal noch auf Gold. Gucken wir uns das auch mal noch an. Beobachtest du den EMA auf allen Timeframes? Ich beobachte ihn eigentlich auf gar keinem Timeframe. Also, oder ich nehme ihn wahr. Ja, ich habe ihn überall eingezeichnet, weil ich weiß, dass er beachtet wird, aber ich selbst handle danach überhaupt gar nichts. Sondern es ist halt eh immer, ich sage immer, es ist so ein Verzweiflungspunkt, ja, wenn sonst gerade nichts da ist und dann, oder wenn es halt zu was anderem passt, dann ja, sonst nein. So, Gold. Also, da habe ich ja auch gesagt, da gehen wir, komme ich mal zurück in 4 Wochen, lass das mal eingezeichnet. Ich wollte den eigentlich laufen lassen, 4 Wochen, habe es natürlich wieder nicht die Geduld gehabt, aber wir gucken uns das mal an, was da halt passiert ist. Also hier war er, September 19, Entry Short, da oben. Ich mache es mal ein bisschen größer. Die runden Linien brauchen wir auch nicht unbedingt hier. So, da war der Entry Short. Ja, also ich wollte an den EMA 200 auch im M30, den hat er nicht ganz gepackt, dafür aber den vom 200er, aber entscheidender war halt diese Linie, die hatte ich eingezeichnet. Und ich hoffe mal, das stimmt jetzt alles, was ich sage, aber das darf man aber auch gerne überprüfen. Ich gehe mal eins runter. Weil die hat er ja seither furchtbar gern, diese Linie. So, gucken wir mal da. Genau, Entry Short. Nee, nee, war dann doch hier, war schon richtig. Also, das hat gepasst, ne? Hier ist Stundenchart. Wir sind ordentlich runter. Hier in dem Bereich, dann gab es hier, ich glaube, das war EZB News, nochmal genau an die Linie dran, die ich bei den NFPs eingezeichnet hatte. Und dann das weitere Bild, das sieht man ja, na, ist hier nochmal dran, hat dann hier einen kleinen Umweg dann noch gemacht. Aber nichtsdestotrotz ist er eigentlich dahin gelaufen, wo er sollte, zumindest mal ungefähr. So, aber halt durch die Bewegung, na, ist er deutlich hier runtergekommen. Ich weiß nicht genau, wo ich hin wollte, aber ich würde mal tippen, dass ich eigentlich hierher wollte. Keine Ahnung, warum ich die nicht eingezeichnet habe. Aber da, ich glaube, das war eher so die Richtung, wo ich sagte, da sollten wir mal hinlaufen. So in dem Bereich hier irgendwo. Also zumindest mal hier. Da fehlt noch ein kleines Stück. Gut. Also wer jetzt halt irgendwie geduldig und verrückt genug war, irgendwie short zu bleiben seit 4 Wochen, der ist halt im Plus. So, das hat auf jeden Fall gepasst, ja. Also daraus konnte man definitiv Kapital schlagen. Ich habe auch gestern nochmal hier die 515 nochmal angeführt, beziehungsweise vor 2 Wochen auch nochmal als Short Entry gesagt, da warte ich noch drauf. Jetzt sind wir da tatsächlich ordentlich heute nochmal abgeprallt. Und wer hat es ja wieder verschlafen? Dreimal dürft ihr raten. Ja, das war auf jeden Fall. Gestern war der erste Anlauf. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, bin selber ein bisschen überrascht, aber generell, ich habe jetzt hier nichts gemalt. Ne? Man sieht es ja, das ist natürlich jetzt übel, dass ich wieder derjenige bin, der es verpennt hat, obwohl ich das die ganze Zeit irgendwie selber noch gesagt habe. Aber das passt halt vom Bild her. Ich werde auch hier jetzt mal den Kollegen drüberlegen, gucken, was der dazu sagt. Nix. Wollte er nicht. Und es kann aber sein, dass ich hier nicht die aktuelle Version drauf habe, dass deswegen irgendwie gerade keine Lust drauf hat. Oder die falsche Lizenz drin. Ja, ist natürlich jetzt doof, aber egal. Weil wie ihr seht, erscheint da unten ja halt nicht. Ne? Aber so auch hier kann ich halt immer wieder nur sagen, gleiches Spiel, einfach Paritätsumkehr. Mehr war es doch schon wieder nicht. Ne? Hier oben die letzten Supports im Tageschart. Draufgestützt, so, dann wird es verkauft. Was passiert? Backtest, einer hat nicht gereicht, kommt noch ein zweiter. So, das da war dann wohl ein Fehlausbruch, aber generell
Hier waren dieser Ports und hier wird getestet von unten. Ist eigentlich so doof oder so merkwürdig, dass für manche vielleicht klingt, aber eigentlich ist es wahnsinnig einfach manchmal. Nicht immer, aber wenn man ein klares Bild hat, also wenn man natürlich ein Seitwärtsgeschiebe kann man mit alledem nichts anfangen, ne? Aber wenn wir halt Trends haben, also wie hier jetzt im Gold, ja, der halt erstmal klar long war, dann kann man mit sowas halt wirklich an den Markt rangehen und muss dann nicht so viel nachdenken. Tatsächlich. Also es soll auch gar nicht überheblich klingen oder so, aber ich frage mich halt manchmal schon, warum muss man sich immer so viel Gedanken machen und lieber viel mehr irgendwie gucken und daraus was ableiten, als zu versuchen, irgendwie halt allzu viel zu interpretieren. Na gut, so, was macht Gold weiter? Also ich würde behaupten, da unten fehlt noch ein Stück. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich hier schon wieder versucht, in den Bereich reinzukaufen. Das ist jetzt vielleicht diesmal nicht ganz so simpel, weil hier haben wir natürlich, wenn man die jetzt mal beachtet, Moment mal, bevor ich hier was übersehe, wenn man die jetzt beachtet, also wir hatten hier halt auch, ne, Support, ich mache es mal größer, so, also hier halt auch, Support an der Stelle, Support, Support, Support. So, von da schon mal versucht, ja, diese Umkehr rauszunehmen, ist nicht gelungen. Jetzt sind wir jetzt da halt mal eine Runde drunter, abgeprallt und jetzt schon wieder drüber. Das heißt, wir haben auch hier, kann genauso gut seitwärts hier in dem kleinen Bereich hier gehen, ne? Von der 516 bis hierher. Also ist möglich. Also es muss ja nicht immer irgendwie Trendbewegung sein. Es kann sein, dass hier seitwärts strandet. Die haben auch so ein bisschen Indiz dafür. Und wenn man hier sieht, das Low ist so ein bisschen unterboten worden, wieder zurückgekauft, das High hier ein bisschen überboten, wieder zurückgedrückt. Wäre möglich, dass wir da erstmal stehen bleiben, bevor es dann halt in irgendeine Richtung dann halt weitergeht. Also für Gold heute entsprechend keine klare Ansage, wie beim letzten Mal, aber muss ja auch nicht immer sein. So, was habe ich hier Schönes gemalt? Ja, das war auch das Bild vom letzten Mal. Ich glaube, hier war das nur irgendwie M30 hatte ich hier aufgemacht oder Stundenchart und hier entsprechend die Übersicht im Daily. Ja, das ist so ein bisschen Wischiwaschi gerade. Gut, okay, also, wer halt, was, ich wollte zu 1430 im Gold, ja, das kann tatsächlich auch, ach, guck mal, genau, hier sind ja auch die größeren Linien drin, sehe ich ja gerade, ne? Ja, das macht ja halt auch Sinn, ne? Also, wenn da mal hingeht, 430, sagt der Marco, klar, hier ist das letzte größere Cluster da unten, ne? Und macht Sinn. Muss nicht kommen, aber macht Sinn. Das wäre halt auch so die erste Anlaufstelle, da habe ich ja auch gerade gesagt, da fehlt noch ein Stückchen, ne? Die 445, das hätte er ruhig mal machen können, wollte aber halt nicht. Aber halt hier, und da wird auch mit dem Trend gar nichts passieren. Ne? Also das ist hier unten halt, ich kann es jetzt hier, wie gesagt, leider nicht automatisch einzeichnen, was sich das hier mal reindenkt, beziehungsweise ich kann es zumindest hier mal so machen, hier mit meinem lustigen Werkzeug hier. Wenn man sich das halt mal dann irgendwie so denkt, ne? Wir haben halt hier eine Bewegung, oh, so krumm sollte sie nicht werden, und dann halt hier die letzte, das sollte ich nochmal üben, glaube ich, die letzte Aufwärtsbewegung. So, beziehungsweise, mal gucken, ob ich das hinkriege. Und dann halt mal verkürzt dargestellt, ja, so, warum nicht, ne? Also, sähe noch nicht mal komisch aus. Außer es ist so krumm, wie ich es gerade gemalt habe, dann sähe es komisch aus. Aber generell, ja, macht das schon Sinn. Gut, alright. So, mal gucken, ob wir hier noch was an Fragen haben. Ja, hier mit dem Pivot ist es so ein bisschen zu speziell. Wer hat das gerade mal? Manuel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Pivot anzuzeigen. Mit StereoTrader oder halt mit dem Add-on. Also es gibt ja hier diverse Add-ons, die beim StereoTrader dabei sind. Wo sind sie? Bei Indicators. Da gibt es zum Beispiel SDGI 30. Das zeichnet so die ganzen Sachen vom DAO halt ein, so irgendwie Kassaeröffnung, Pivotpunkte und so weiter und so fort. Ist aber halt von den Handelszeiten fixiert. Das heißt, da kommen andere Werte bei raus.
als jetzt halt zum Beispiel in dem anderen. Also das heißt, wenn ich das im Stereo-Trader halt mache, das sieht dann halt so ein bisschen anders aus. Liegt einfach daran, weil im Stereo-Trader werden ja halt entsprechend die Zeiten halt berücksichtigt, also Profilzeiten. Wenn ich dort halt zum Beispiel eintrage, irgendwie halt Handelszeit geht nur bis irgendwie 22:30 Uhr oder so, dann sieht es natürlich halt ein bisschen anders aus, wie wenn ich jetzt halt die Handelszeit offen lasse, beziehungsweise die ganzen Future. Und daraus berechnet sich ja der Pivot. Deswegen rate ich auch immer ganz dringend davon ab, irgendwelche Pivot-Indikatoren irgendwie da einzubauen, die man irgendwo umsonst nachgeworfen bekommt, weil es schlichtweg alle falsch sind, ja? Weil die halt immer auf Tageskerzen beruhen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also Pivot-Punkte beziehungsweise Tagespivots beziehen sich natürlich auf den Tageschart. Aber dazu müssen die Kurse aber auch stimmen. Und manche Broker haben halt zum Beispiel, also bei FX Flat ist es jetzt zwar nicht so, aber bei manchen Brokern ist es so, dass die zum Beispiel Tageskerze eine Stunde zu früh oder zu spät halt anfangen. Und dann stimmt natürlich gar nichts mehr, ne? Oder dass halt mal irgendwie eine Stunde fehlt oder und so weiter und so fort. Und deswegen sollte man das unbedingt, die Pivotpunkte, halt auch mit Profilzeiten berechnen und nicht einfach auf Tageskerzen beruhen. Das gibt gar keinen Sinn. Also insofern kann ich das bestätigen. Ja, gut. Aber dann haben wir hier soweit jetzt erstmal nichts mehr. Und dann würde ich sagen, Kasseröffnung machen wir ja wie immer nicht. Ich habe ja gerade so ein paar Sachen gesagt. Also mit dem DAU, wie gesagt, Vorsicht, da bin ich mir heute leider nicht so ganz sicher. Beim letzten Mal sollte ja irgendwie nur einen ganz kleinen Dip irgendwo runter machen. Und das hat auch gepasst, fast ganz genau. Oder war es der DAX? Ich weiß es nicht mehr. Ich will jetzt aber auch nicht irgendwie hier was Falsches erzählen. Und es ist heute leider nicht so ganz einfach. Also, wenn man drin ist, long, glaube ich, Füße stillhalten ist da nicht so schlecht. Aber da jetzt irgendwo einen Einstieg finden, könnte schwer werden. Gut, so, dann haben wir hier nichts mehr. Also, dann sage ich natürlich auch mal an der Stelle, mal gucken, das große Ding hier. Kamera geht. Ja, ist so ein bisschen grün hier alles. Ne? Ist irgendwie das Licht ist ein bisschen schräg. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich konnte halt so ein bisschen was halt hier nochmal erklären. Vielleicht hilft es ja eben auch entsprechend, sich jetzt nochmal am Markt so ein bisschen zurechtzufinden. Wir haben jetzt, glaube ich, nächste Woche am Dienstag ist nochmal Live-Trading-Webinar angesagt. Müsste so sein, oder Nelson? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, ist richtig. Ja, ne? Und das heißt, wer möchte, darf dann gerne dazukommen. Freue ich mich, ist natürlich wieder morgens. Also zum, ich muss gerade lachen, weil irgendjemand hat vorhin gesagt, ich habe aufgeräumt. Ich gucke hier gerade so vor mich. Und so diverse Blätter aufgefallen, sieht ja aus, wie als wäre hier gar nicht aufgeräumt. Was stimmt natürlich nicht, deswegen musste ich nur gerade grinsen. Aber das ist das Schöne am Fernsehen und Film und Kamera und Zeug. Man sieht immer nur das, was man sehen soll. Das ist natürlich halt auch ganz nett. Also, jetzt bin ich nur kurz, habe ich den Faden verloren. Ah, genau. Also Dienstag sehen wir uns wieder. Wer mag, darf gerne dazukommen. Morgens ab 8:45 Uhr fangen wir an, dann den DAX auseinanderzunehmen und dann dort zu versuchen, halt entsprechend auch was einzutüten und den Tag halt so ein bisschen einzuschätzen. So, also nochmal, danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat keiner was kaputt gemacht in der Bewegung. Und hat er jetzt nicht irgendwie nur dagegen gehalten. Und falls doch, dann hoffe ich, dass es noch irgendwie gut ausgeht. Aber so oder so hat er natürlich jeder seinen eigenen Ansatz. Und so ein Webinar ist ja noch nur dazu da, um halt eben sowas vielleicht auch abzustimmen, weil ich versuche mich auch immer wieder zu bemühen, nicht ganz daneben zu liegen. Und ich hoffe und ich weiß ja auch, es gelingt mir auch ganz oft, aber natürlich auch nicht immer. Das ist bei keinem so. Also, nochmal danke natürlich auch an den Nelson und an FX Flat. Und ich freue mich bis aufs nächste Mal. Und der Nelson darf aber gerne das letzte Wort haben und an der Stelle sich verabschieden. Also, bis demnächst. Ja, vielen Dank, Dirk. Kannst aber ruhig dich drauf lassen, ist kein Problem. ja, du hast eigentlich alles gesagt. Ich schließe mich an. Ja, sehr gut. ich wünsche natürlich auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Falls Sie heute noch traden, viel Erfolg. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie Dienstag wieder dabei sind. Und ja, bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön.